Tschernobyl war in Europa schon bekannt, ach ja. Tschernobyl, 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 ja, ist reine Ruine, ja. Eine Ruine, die was man nicht betreten darf. Dort sind die Strahlen doch so stark. Und Hiroshima, da ist auch ein Atomkraftwerk aufgeflogen, jo. Und jetzt kommt das Atomkraftwerk an der Grenze zu uns verkehrt. Dieses Atomkraftwerk, ja, ist ein Schrottreaktor, ja. Ich frage mich auch wirklich, ja, kann man einen Schrottreaktor in Betrieb nehmen, ja? Anscheinend, ja. Wenn ich mit Auto fahre, ja, brauche ich ein Pickel, ja. Und wenn das Pickel ich nicht bekomme, ja, kann ich das Auto entsorgen dann. Aber der Schrottreaktor, ja, da sitzen ein paar Leute, die mir das Geld verdienen wollen, ja. Die was nichts arbeiten wollen, nur Geld verdienen, ja. Sie verdienen sich dem untrepplich, ja, warum denn nur? Ja, sie fahren mit Atomkraftwerk. Das ganze Atomkraftwerk ist zerstört. Aber sie fahren mit Atomkraftwerk, verdienen sich ein goldene Nase, ja. Und dann sagen sie sich, ja, die Leute, was da wohnen, ja. Na ja, wenn sie verseucht werden, ja, da waren sie alle tot, ach ja. Denn Atomkraftwerk, ja, ja, sollte man nicht unterschätzen, ja. Denn ich kann ja sagen, ja, wenn etwas passiert, dann ist viel Land und Leute verseucht, ach ja. Müssen wir das miterleben, ja. Die Scheiße aus Atomkraftwerk sogar. Ich sage lieber nein, nein, nein. Atomkraftwerk kann nicht sein, sein, sein. Denn Atomkraft, nein, nein, nein. Das ist für uns gar nicht, ja. Das ist ja wie ein Drogensüchtiger, ja. Der springt vom 10. Stock hinunter, ja. Auf den Beton schlägt er auf, ach ja. Das ist dasselbe wie ein Atomkraftwerk, ja, ja. Aber Atomkraftwerk, ja, ist viel Ärger, ja. Denn Atomkraftwerk nimmt alle Leute mit sogar. Nicht nur einen, ja, sondern Hunderttausende werden alle verseucht. Und dann können wir mit dem schlechten Leben, ja, dass ein paar haben für uns gut verdient, ach ja, dafür sind wir verstreit und werden in Kürze sterben, ja. Dankeschön an diese Leute, ja, die nicht genug kriegen, ja. Die kosten ja uns die Welt und wir zahlen, was die anderen verdienen, ja. Nein, das kann nicht sein. Die Atomkraftlagerung, wo sollen wir denn da hin? Jeder sollte es im Keller geben, ja. Die ganze Strahlung, das ist doch ja. Denn die großen Leute, ja, wollen alle verdienen auf unseren Kosten, ja.